Warum ist Eisen so wichtig? Eisen hilft dabei, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Denn Eisen hat viele Funktionen im Körper. Dein Immunsystem und deine kognitiven Funktionen hängen stark damit zusammen. Die wichtigste Funktion erfüllt Eisen aber im Rahmen des Sauerstofftransports in der Blutbahn. Es ist ein Grundbaustein des Hämoglobins, mit dessen Hilfe die roten Blutkörperchen Sauerstoff an sich binden. Bei zu wenig Eisen im Blut entsteht Blutarmut, was sich durch Müdigkeit äußert. Bei Menschen, die menstruieren, kommt ein Mangel häufiger vor als bei allen anderen. Erhöht eine rein pflanzliche Ernährung das Risiko für einen Eisenmangel? Pflanzliche Quellen enthalten das schlechter verwertbare Nicht-Hemmeisen. Deshalb müssen vegan lebende Menschen theoretisch etwa die doppelte Menge an Eisen aufnehmen. In diesem Fall lautet die Empfehlung, 20 bis 30 Milligramm täglich zu sich zu nehmen. Eisenhaltige Lebensmittel in deine Ernährung einzubringen, ist ganz einfach. Einen hohen Eisengehalt haben beispielsweise Nüsse, Tofu, dunkle Schokolade, Spinat, Kohlgemüse, Vollkornprodukte, Pilze, Datteln oder Samen. Somit steht fest, dass vegan lebende Menschen kein erhöhtes Risiko für einen Eisenmangel haben. Es hängt also nicht von deiner Ernährungsform, sondern von der konkreten Lebensmittelauswahl ab. Und die ist riesig. Gibt es Tipps und Tricks, um meinen Eisenhaushalt anzukurbeln? Ja, bei einem tiefen Eisenspeicher ist eine unkomplizierte Methode, um die Aufnahme zu verbessern, die zeitgleiche Einnahme von Vitamin C-haltigen Lebensmitteln, wie Brokkoli, Peperoni, Orangen oder Mango. Zusätzlich hilft es, wenn du kurz nach oder während dem Essen auf Kaffee und Schwarztee verzichtest, denn das kann die Eisenaufnahme hemmen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass bei einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung dein Vitamin-C-Haushalt ausreichend abgedeckt ist. Eine gute und einfache Möglichkeit, die Eisenaufnahme täglich zu gewährleisten, sind grüne Smoothies, da meist eisenreiche Lebensmittel und Vitamin C verwendet werden.